Guten Tag und Weidmanns Heil. Es ist Dienstag, der 27. September. Herrliches Wetter hier in Masuren. Wunderbar, bei diesem schönen, klaren Wetter zu jagen. Heute Morgen waren 7 Grad, gar nicht so kalt, wie es hätte sein können, bei der klaren Luft. Aber ein schöner Ausgang. Letzte Woche alle Filme aus Litauen. Dennis hat durchs Programm begleitet, ganz hervorragend im Übrigen. Dennis hat tolle Aufnahmen gemacht. Und jetzt sollten wir mit Masuren durchstarten. Wenn er nicht noch so eine wirklich sehenswerte Frühpirsch gehabt hat, dass wir die ihm nicht vorenthalten wollen. Also beginnen wir heute nochmal mit einem Film einer Frühpirsch aus Litauen. Die dürfen sich auf keinen Fall entgehen lassen. Sie geben mir recht, diese Aufnahmen durften wir Ihnen nicht vorenthalten. Toll!
Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank nach Litauen an unseren Freund Antanas für die großartige Unterstützung beim Film, für das Studio, ach, in allem, was er für uns tut. Das Revier ist einfach klasse. Und auch an Cornelius, Jonas, Saudas, tolle Leute dort in Litauen, mit denen wir richtig gut zusammenarbeiten. Das macht viel Spaß und wir bedanken uns nochmals herzlich. Ja, jetzt wollen wir auch in Masuren jagen. Damit wollen wir aber morgen einsteigen mit den Filmen. Ich möchte was ganz anderes. Ich möchte mal nach Dänemark grüßen. Hallo. Mal moin, schöne Grüße aus dem hohen Norden. Hallo Jörg. Wir freuen uns natürlich auch dieses Jahr, euch unterstützen zu dürfen und haben uns natürlich überlegt, was geben wir dieses Jahr, was geben wir dazu als Gewinnpreis. Und diesmal haben wir gesagt, passend zur unserer kommenden Drückjagdsaison, die da kommt, haben wir unsere nagelneue, seit einer Woche frisch auf dem Lager, unser absolut neues Top-Produkt, unsere Drückjagdjacke. Das ist alles dabei, absolut wasserdicht, es ist warm, aber ohne die Bewegung einzuschränken. Wir haben Handcuffs da drin, die Taschen sind an der richtigen Seite, alles das, wo es sein muss. Dieses Modell ist ein Damenmodell, heißt also auch, wir haben es auch für die Damen. Insofern wünschen wir dem Gewinner oder der Gewinnerin viel Glück, viel Wartmannsheil damit, viel Freude. Ich wünsche noch allen Hirschjägern viel Wartmannsheil und verbleibe mit freundlichen Grüßen und freue mich aufs nächste Jahr. Ja, danke schön, Klaas, und vielen Dank, dass ihr uns wieder unterstützt mit der Drückjagdjacke. Und ich finde es auch ganz toll, sowohl für Damen als auch für Herren. Also jeder, der gewinnt, wird große Freude damit haben. Ich persönlich oder wir alle tragen ja Deer Hunter, weil wir so zufrieden damit sind. Und wirklich zuverlässige Jagdbekleidung. Morgen geht's weiter mit Bildern aus Masuren. Sie schalten wieder ein. Freue mich sehr darauf. Bis dahin, Weidmannsheil.